Moin und hallo zu einer neuen Mod-Vorstellung vom Glas Jaguar 870 und dem Glas Orbe 750. So, dann gucken wir uns das mal beim Händler an. Da ist er ja schon, der Glas Jaguar 870 kostet einmalige 368.000, hat 598 PS, also 440 kW. Und passend dazu das Glas Orbe 750, wie dabei ist. Und es können die angegebenen Fruchtdaten geerntet werden. Also in der Mob-Beschreibung auf Modsource steht, man kann Gras ernten, man kann Mais ernten, man kann Weizen ernten mit dem kleinen Schneidwerk. Also mit diesem Glas Orbe 750. Damit kann man genau Mais, Weizen, Gerste dreschen. Und Gras auch noch. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns den mal von außen einfach mal an. Was sofort auffällt, ist diese stechend gute, wie soll ich sagen, Trelleborg-Reifen. Also die sind sehr gut modelliert. Also die haben eine super Textur, das muss man echt sagen. Also man muss den Modder echt lohnen. MB3D-Modeling muss man sehr loben, also das muss man echt sagen, die Reifen schauen super toll aus. Also auch überhaupt die Textur von hier hinten, das schaut alles toll aus, nichts verschwommen, nichts verpixelt. Hier hinten, die Schrift kann man lesen, Jaguar 870, die Reifen fallen sehr raus bei diesem Mod. Muss ich sagen, also dieser Mod gefällt mir sehr. Kann ich gleich schon so am Anfang sagen, weil die Textur ist wunderbar und die Textur von diesem Schneidwerk ist auch wunderbar. Das bisschen, das ist abgenutzte, ja, es passt einfach. Das ist auch schöne Texturen, wunderbar. Also, Modell und Textur von 5 Punkten. Dann bei den Funktionen, dann steigen wir mal da ein. Gibt es eigentlich nicht viele Funktionen. Ein- und Ausklappen mit X, V hoch runter und mit B einschalten. Und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht. Mit O Rohr ein- und ausfahren und da würde ich sagen Funktion 5 Punkten. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, die Lok ist fehlerfrei. Und drum da auch 500 Punkten. Und ja, dann würde ich sagen, testen wir den Mod einfach mal. Gras geht gar nicht, okay. Gras geht doch nicht mehr. Ich dachte, man kann jetzt Gras doch ernten. Gut. Würde ich sagen, fahren wir schnell zu einem Weizenfeld noch hoch. Auch diese Pfeifen nach dem Anlassen finde ich wunderbar oder nach dem Abschalten von dem Schneidwerk finde ich wunderbar, muss ich echt sagen. So, jetzt sind wir gleich da. Es wird doch eine längere Mod-Vorstellung, aber egal. Dann testen wir das halt beim Weizen einfach. Aber irgendwo auf einer Wiese, auf einer anderen Map, habe ich den auch schon getestet und da hat es nämlich funktioniert. Darum wundert mich das jetzt hier so. Er fährt Spitzengeschwindigkeit von 42 km/h, 43 km/h. Das kann man gleich dazu sagen. Er hat ein schönes Fahrverhalten. Also das gefällt mir sehr. Oh. Wunderbar, funktioniert, wie ihr seht. Schöne Textur, die meiste Textur ist das. Und ja, gefällt mir sehr dieser Mod. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liked dieses Video und kommentiert das Video, was ihr von dem Mod haltet. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!